So, und da bin ich dann wieder. Alles ist erledigt. Ich war in der Schule und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier eigentlich machen müssen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen... ich weiß gerade gar nicht mehr, was... Ist der jetzt davor? Der ist davor, oder? Frage ist, dreht er sich um? Oder bleibt er da stehen? Bitte bleib stehen, 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 bleib stehen. Dankeschön. So, jetzt ist die Frage. Achso, die ist gar nicht abgeschlossen. Okay. Hier komme ich aber nicht weiter. Moment, da ist noch ein Gang. Da läuft auch einer rum. Ich glaube, der würde mich auch sehen, oder? Der läuft da hinten hin. Es ist halt immer so doof. Man weiß nie, was wo ist und ob da irgendwas dazwischen ist. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Alter! Der bleibt da, der bleibt da. Nein, ach, leck mich doch. Ah. Das ist so nervig. So nervig, so nervig. So. Ich dachte jetzt, das wäre daneben gegangen. Weil dann steht das kurz da drin. Das sieht mich nicht, oder? Hilfsmittel sind voll. Okay, ich gehe mal. Lalalala. So. Bleib doch nicht hängen. Das Schicksal ruft. Ja, das Schicksal ruft irgendwie immer, ne? Okay, Moment. Da sitzt einer. Ich muss eventuell nach rechts. Oder auch nicht. Hier ist, glaube ich, nichts, was ich hier. Ne, hier ist nichts. Mach die Tür wieder auf! Lass mich hier raus! Okay, da hinten sind nochmal drei Wachen. Das Problem wird sein. Ach, das ist die falsche. Nein, ist das euer Ernst? Dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich. Verlegen Sie dich nach Gelegenheiten um. Dümmer kann man es ja eigentlich gar nicht schreiben. Was für Gelegenheiten soll man hier unten eigentlich schon haben? Eigentlich nur die Leute umzubringen. Okay, der hört mich wenigstens. Wenn du das wieder versaust, Junge, ne? Ich schwöre dir. Hey! Was? Okay, diesmal hast du es gut gemacht, Junge. Wirklich, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob der da hinten das jetzt gesehen hat. Es ist irgendwie ein Schwieriger, oder? Kann das sein? Warum ist der da so komisch? Vor allem der eine ist doch normalerweise die ganze Zeit rumgelaufen. Freiwilliger, ja. Okay, ich kann vier killen. Da hinten scheint stehen zu bleiben. Einmal, zweimal, dreimal. Go. Komm, komm, komm. Ja.
sehr schön. Da scheint eine verschlossene Tür zu sein. Hier ist auch noch eine Tür. Die ist aber nicht verschlossen, sehr schön. Hier liegt irgendetwas im Argen. Es stinkt nach Moder und Eisen. Das Gewand könnte helfen, näher an Fassil heranzukommen. Tragen der Robe verpflichtend. Okay. Die Robe eines Patienten zu tragen, könnte dir helfen, dich Fassil weiter zu nähern. Habe ich die jetzt automatisch an oder habe ich die jetzt nur im Inventar? Jetzt muss man eben schauen. Verkleidung müsste das doch eigentlich dann sein. Nein. Montur? Auch nicht. Ja, und nu? Hilfsmittel? Ah, ne, das sind die Hilfsmittel. Tasche? Sammelobjekte. Oder ist das jetzt dieses Orange, was er jetzt anhat? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Natürlich ist das verriegelt. Was haben Sie diesen Leuten angetan? Achso. Hallo, du warst doch gerade noch orange. Das wird der arme Tropf nicht mehr brauchen. Damit kann ich untertauchen. Kannst du das? Achso, ja, kann ich ja hier. Das ist aber von innen verriegelt. Einsatz von Verkleidung. Lass mich das doch mal lesen, Leute. Das heißt, aber der ist jetzt trotzdem rot. Nee, der unten. Der andere. Ah, ich darf aber nicht mehr schleichen. Wo ist mein Gewand? Ohne mein besonderes Gewand darf ich den Gelehrten nicht treffen. Diese Welt sieht nicht richtig aus. Bringt mich zurück zu diesem hellen, leuchtenden Ort. Okay. Ach so, muss ich mit dem gehen? Sofort eintreten! Ja, ich komme. Hier lauert das Grauen. Doch das Schlimmste ist, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Irgendwie. Wer untergräbt mein großes Werk, tötet meine Verbündeten und verdirbt meine Vorlesung? Es ist unerhört. Das trägt die Handschrift eines ausgebildeten Verborgenen. Vielleicht eine Fraktion aus der Runden Stadt. Oder einer dieser Neider aus Ashakia. Die Morde waren jedenfalls zu raffiniert für Söldner. Egal. Sobald ich den Mechanismus verstanden habe, werde ich mich Elbahamu beweisen. Hier rein, Hohlkopf. Ja, ich komme. Ich will den aber eigentlich ermorden. Hallo? Ich muss untertauchen, bevor es zu spät ist. Ja, wie? Und warum stehe ich hier so doof? Oh, ist das dein Ernst? Nimm am Ritual teil. Wie denn? Nieder mit dir! Hallo! Ja, bloß nicht laufen. Muss ich die jetzt hier alle? Ich scheitere nicht. So ist es. Ja, ist klar. Geduld, der macht's nicht mehr lange. Mach ich. Nee, ich mach es wirklich nicht mehr lange, weil ich nichts machen kann, ihr Idioten. Ich kann nicht springen, ich kann nicht laufen. Ich kann niemanden umbringen. Ich bin schneller. Ich kann ihn nicht töten, keine Ahnung. Lauf bloß nicht. Also.
machst du dir ans Hemd, hä? Kein Klinge erwischt es von hinten. Das war's. Ach, jetzt auf. Nee, ich bin immer noch auf ihn fixiert jetzt hier. Das Oryx-Muster! Mach ich! Ich schlitz dich auf! Von zwei Seiten zugleich! Verstanden? Boah, geh mir nicht auf den Sack, Junge! Sag mal! Billige Tricks retten dich auch nicht! Das ist so billig gemacht hier, ganz ehrlich. Ich kann meine scheiß Dinger nicht benutzen. Diese Messer, weil die dauernd alle paar Sekunden hier hochkommen. Das ist so lächerlich. Wieso kann ich meine Waffen nicht benutzen? Da wäre ich lieber da reingestürmt und hätte die alle so platt gemacht, ganz ehrlich. Nein, das ist nicht euer Ernst, dass ich den ganzen Scheiß jetzt hier nochmal machen muss. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Das ist nicht euer fucking Ernst. Alles neu machen. Also ganz ehrlich, jetzt bin ich ein bisschen extrem sauer. Weil man kann ja auch nicht speichern. Das ist ja der Mist bei der ganzen Sache. Man kann nicht speichern, wenn man die Sachen soweit erledigt hat. Was war das? Ja, komm nach hier. Ich weiß, letztes Mal habe ich es anders gemacht. Geh mir nicht auf den Sack, komm einfach. So. Ich bin noch nicht fertig. Ein Moment. Der hat nichts. So. Da warten wir jetzt mal eben drauf, dass der sich da wieder hinstellt. Ich meine, es ist nicht viel, aber es ist wirklich mega ärgerlich. Ist auch nichts drin. Da hinten kam er sowieso nicht weiter. Okay, das hat den noch erwischt. Geht davor. Warte. Ich kann nicht warten, tut mir leid. Das Problem ist halt, die drei muss ich machen. Ich kann natürlich auch rauslaufen. Wie war das jetzt? Nein, nein. Nein. Ich versuche gerade die Tasten zu... Drückst du jetzt? Hallo? Legst du den jetzt endlich ab? Das war werfen. Ja, das ist blocken, das ist klar. Ah, hier unten war es. Zum Verwenden loslassen. Schnelleinsatz. Das war eine Falle. Oh ja, es war eine Falle. Halte L2 gedrückt, um mit der Falle zu zielen. Drücke RT, um sie zu werfen. Also links 2 zum Zielen, rechts 2 zum Werfen. Nein, 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 nein. Ja, genau, dann funktioniert die natürlich nicht. Ich zermalme deine Knochen.
Nein, 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 ich bin nicht da. Du kommst mit. Was haben sie diesen Leuten angetan? Hier liegt irgendetwas im Argen. Es stinkt nach Moder und Eisen. Geht weiter. Ja, schön wieder zurückgehen. Schön wieder zurückgehen. Vor allem komm mit mir, ich beschütze dich. Okay, geh da wieder durch. Das nochmal lesen. Das Gewand könnte helfen, näher an Fassil heranzukommen. So. Ach nee, ohne das Gewand. Das war aber auch blöd. Ich werde es mal versuchen, ohne das Gewand da reinzugehen, weil. Also wahrscheinlich ist das eine Errungenschaft oder so, wenn man es halt eben. Besonderes Gewand darf ich den Gelehrten nicht treffen. Diese Welt. Was war das? Da sind so viele Leute, aber. Da war nichts. Ich bin unsichtbar, okay. So viel zum Versteck bleiben. Aber wir versuchen es jetzt mal so. Der steht. Steht der jetzt hier vorne rechts? Ja, ne? Hier lauert das Grauen. Doch das Schlimmste ist, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Irgendwie. So, Moment, Moment. Das. Kann ich den auch noch? Zack. Ich lass dich deinem Schnagel Teile von dir an jeden. Du kannst mir nicht immer ausweichen. Na gut, sei unbescheid. Ich bin immer bereit, dann geh das war nicht. Was? Zu mir! Ich hab doch gerade den Gelehrten getötet, Mann! Mann, geh bloß nicht in die Hocke! Du, bleib bei mir! Ich pass auf dich auf! Der kann nicht bei Zeit! Sucht alles ab! Ich dachte, das war jetzt der Gelehrte! Eieieiei. Tot. Hm. Hey, was? Ich verstümmel dich Stück für Stück. Wer uns angreift, erlebt ein blaues Wunder. Eins, zwei, drei Leute müssten noch hier sein. Oder ist das der Gelehrte in der Mitte? Nee. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Was? Ein Moment. Oder muss ich den Tod noch feststellen? Ach, das kann natürlich sein, dass ich den Tod noch feststellen muss. Der andere sieht mich aber, wenn ich hier rumlaufe, ne? Schwubbel die dumm. Oh, da sind sogar mehr.
Ich könnte theoretisch da hochspringen. Ich könnte natürlich auch erstmal den ausschalten. Merkwürdig. Ich gehe lieber zurück. Nein. Achtung, wir haben Gesellschaft. Na komm. Alter, ist das dein Ernst? Okay. Eins, zwei. Der scheint allerdings mehr drauf zu haben, kann das sein? Keiner mehr hier, oder? Da hinten, das sind die anderen. Oh, perfekt. Vielleicht ist dies der Ort. Vielleicht liegt hier absolute Wissen. So erinnere ich mich nicht daran. Hinter den Türen war es heller. Doch am Ende sehen wir alle nur Dunkelheit. Ich muss hier raus und David berichten. Genau. Die Frage ist nur, wie. Da oben soll ich raus? Da oben soll ich raus oder hier unten soll ich raus? Das ist jetzt, nee, unten, ne? Meine ich doch. Moment, da gucken wir aber mal ganz kurz wegen den Fertigkeitspunkten. Dafür brauchte ich 4. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und das, Konterrolle, wäre natürlich auch gut. Jägertrickser. Zusätzliche Hilfsmittel. Naja, gut, das können wir dann später nochmal gucken. So. Dann schauen wir mal hier, ob wir jetzt hier einigermaßen unbeschadet auch wieder rauskommen. Manchmal kann es halt vielleicht doch besser sein, wenn man das Ganze einfach mit Gewalt durchsetzt. Weil, ganz ehrlich, was das sollte mit dem Boxen und das fand ich ja jetzt sowas von bescheuert. Ja, ich will mir das jetzt gerade alles nicht durchlesen. Kein Zweifel. Fassil steckte bis zum Hals im Orden. Ihr könnt euch das natürlich gerne alles durchlesen, nur die Folge ist jetzt schon so lange geworden. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das schneide. Die Notizen des Gelehrten. Er glaubt an diese alten Wesen. Die Herren der Erinnerung. So. Dann nehmen wir auch die Sachen alle mit. Und hier hinten haben wir auch noch was zu lesen. Kostprobe der Unendlichkeit. Ja, und das Blöde ist halt, wir haben jetzt auch noch ein bisschen Kopfgeld, ne?
Mal schauen, wie wir hier rauskommen. Okay. Soweit ganz gut. Wir haben hier allerdings noch ein Poster, was wir abreißen müssen. Ich muss die loswerden. Ja, perfekt, perfekt. Und wir sollen ganz schnell noch eben zum Bruderschaftshaus gehen. Das mache ich jetzt nochmal eben und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, am Bruderschaftshaus sind wir jetzt so gut wie noch 50 Meter. Ich muss erstmal den Eingang hier wieder finden. Das ist ja immer so eine Sache, hier den Eingang von zu finden. Hoppala. Dienstleistung der Schmiede und Schneider. Was für ein Schmiede und Schneider? Ist es der hier? Frieden, Zadik. Schön, dich zu sehen. Was hast du da? Hier gibt es viel zu stöbern. Ausrüstung verbessern. Okay, Effekte verbessern, Material für Verbesserung ist klar, Waffen aussehen. Keine Klinge beißt so zu wie diese. Tja, die Zeit angehalten hat das ja leider noch nicht. Es wird sich anfühlen wie eine Verlängerung deines Arms. Aber das mit der Heilung, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Wieso habe ich jetzt eigentlich drei drin? Achso, das habe ich unterwegs gefunden, ne? Wenn Basims Gesundheit unter 50 ist, fügen leichte Angriffe 30% mehr Schaden zu. Man merkt sofort den Unterschied. Ah. Es wäre natürlich auch klasse. Ich mache trotzdem mal das hier. Ein gutes Geschäft. Eine kleine, aber erstaunlich tödliche Verbesserung. So, damit stellen wir dann 20% Gesundheit wieder her. Ja, das können wir jetzt nicht mehr machen. Schade. Kann ich sonst noch behilflich sein? Ja, ich wollte mir noch die Waren ansehen. Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sieh dich um. Aussehen. Ach so, war nur Aussehen und Verbessern. Okay. Ja, das ist dann alles. Ich gehe dann mal. Leb wohl. Leb wohl, leb wohl. Und eine Kernherausforderung haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Mal wieder ein Levelaufstieg. Basim ibn Ishaq. Wie hast du diesen Ort gefunden? Das war leicht. Ich musste nur der Blutspur folgen. Du solltest nicht hier sein. Redest du mit ihm? Manchmal. Ja. Doch er antwortet nicht. Ich schon. Wir haben uns auseinandergelebt. Seit jenem Tag. Doch was wir erlebten dort im Palast. Das Licht. Diese Geräusche. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Anders als du, Nihal, lass ich die Vergangenheit ruhen. Gestern ist Vergangenheit für dich? Und dein Djinn, dieser abscheuliche Schatten, der auf deiner Brust liegt, ist er auch in der Vergangenheit? Nein, der ist noch hier. Manchmal, sogar am Tage, spüre ich seinen Atem im Nacken. Der Albtraum dringt in die Realität ein. Oder war schon immer ein Teil von ihr. Er ist Teil deiner Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Und deiner Vergangenheit. Sag, wirst du mich dort ruhen lassen? In einem Winkel deiner Erinnerung? Das werde ich nicht. Wenn du aber einen mechanischen Teppichfeger erfinden könntest. Basim. Es ist getan. Und wie hat es sich abgespielt? Ich fürchte, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heben wir sie uns fürs Lagerfeuer auf. Das hast du gut gemacht.
Ich muss wieder an die Arbeit. Du weißt, wie schnell ich mich langweile. Danke für alles, was du getan hast. Ich meine es ernst. Das hast du gut gemacht. Eine Sache noch. Arib, war sie beteiligt? Nicht, dass ich wüsste. Doch wir müssen wachsam bleiben. Wir haben einen neuen Rang erreicht. Wir sind jetzt Novize. Sehr, sehr geil. Tut eine Spitzel. Das hat man, glaube ich, schon mal gelesen. Ja, cool. Ich glaube, wir können jetzt hier sonst nichts anderes mehr machen. Oh, wir haben draußen zwei Wachen. Direkt vor der Tür. Okay. Gut, ich würde sagen, dass wir dann hier, sobald ich mich wieder sehen kann, einen kleinen Cut machen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge, denke ich mal, das neue Ziel ansehen werden. Oder das neue alte Ziel, wenn man so möchte. Der ist erledigt. Drei sind weg. So, dann haben wir noch die Gegenstände. Ja, Nihal ist klar. Und eigentlich die 40 Räuber. Warum sind die anderen Sachen hier abgehakt? Wir müssten doch eigentlich noch zum Bruderschaftshaus. Das ist aber irgendwie... Ach doch, hier, das sind die anderen Bruderschaftshäuser. Ah, und das ist dann entsprechend nochmal länger. Ich mache jetzt das einfach mal rein. Ich weiß nicht, welches von denen jetzt am nächsten ist. Unser erster Stützpunkt... Unser Versteck. Ja, dann haben wir noch zwei Bruderschaftshäuser. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was da alles noch für einen Rattenschwanz auf uns zukommt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.